Wissen Sie, wo Schmerzen in unserem Körper entstehen, Marsha? Wissen Sie das? Je nachdem, wo man sich verletzt. Nein, es hat nichts mit der Verletzung zu tun. Schmerzen entstehen im Gehirn. Das Gehirn steuert Furcht, Gefühle, Schlaf, Hunger, Wut, einfach alles. Was, wenn man es kontrollieren könnte? Sie meinen, das Gehirn? Ein neu erschaffener Mensch, der keinerlei Schmerz mehr fühlt. Oder Liebe. Oder Mitleid. Ein Mensch, der nicht verhört werden kann, weil er keine Erinnerungen mehr hat, die er gestehen könnte. Sie können nicht alle Erinnerungen eines Menschen auslöschen. Niemals. Marsha, die Nordkoreaner haben mit Gehirnwäsche experimentiert. An amerikanischen Kriegsgefangenen. Sie haben Soldaten zu Verrätern gemacht. Und genau das passiert hier. Sie erschaffen Geister, die da draußen Dinge tun, die kein Mensch, kein gesunder Mensch jemals tun würde. So weit zu kommen, bis man sowas kann, also das würde doch jahrelange Forschung bedeuten. Hunderte von Patienten, an denen experimentiert wird. In 50 Jahren werden die Leute zurückblicken und sagen, das hier ist der Ort, an dem alles angefangen hat. Die Nazis nahmen die Juden, die Russen ihre Gefangenen in den Gulags und wir haben Patienten getestet. Auf Shutter Island. Ich hatte keinen eigenständigen Gedanken oder ähnliches. Ich hatte nicht einmal die Fähigkeiten, Fragen zu stellen, zu argumentieren oder überhaupt zu verstehen, worin ich verwickelt war. Das Montauk-Projekt war ein Experiment, welches in Montauk, New York und im südöstlichen Teil von Long Island durchgeführt wurde. Das ist Metropolitan New York, was eigentlich aus zwei Projekten bestand. Zum einen war es ein Mind-Control-Projekt, bei dem sie erforschten, wie man, du weißt schon, das Bewusstsein eines Menschen beeinflussen kann, indem elektromagnetische Wellen eingesetzt wurden. Es mündete aber auch in einem Zeitreiseprojekt. Sie haben herausgefunden, dass sie die Zeit eigentlich gebogen hatten, mit denselben Anlagen, die sie benutzten, um das Bewusstsein zu biegen. Starkweather 2 Delta hier. Wie ihr wisst, geht damit der größte Traum meines Lebens in Erfüllung. Ich bin nur etwa 6 Monate hier gewesen, aber ich habe die Lotterie gewonnen. Ja, es stimmt, ich Starkweather, okay? Ich gehe raus, atme frische Luft und schwimme im Ozean. Ich kann es kaum glauben. Ihr haltet mich für super berühmt. Ich weiß, das bin ich. Ihr wisst, ich bin eigentlich nicht so, aber das ist unglaublich. Ich gehe auf die Insel. Das wird so ein Spaß. Aber ich will euch dort wiedersehen. Ihr könnt es auch. Ich hab gewonnen. Vorher gesehen. Wir haben nie danach gesucht. Stopp! Siehst du das? Was meinst du? Im Spiegel, da war was im Spiegel. Alter, da ist nur Wasser. Namen. Stell es auf 23 Grad. Ich glaube nicht, dass Jacob will. Was? Was ist das? Mein Haus.
Das ist das Haus meiner Eltern. Oh. Ist hier verrückt. In diesem Haus habe ich meine Kindheit verbracht. Er hat uns beobachtet. Er hat uns alle beobachtet, die ganze Zeit. Hurley, wo ist Jacob? Ich weiß es nicht. Du hast gesagt, er würde hier sein. Naja, ich bin wieder von ausgegangen. Hurley, ich will wissen, wieso er mich beobachtet hat. Ich will es wissen. Also wirst du ihn das fragen, jetzt sofort. Ich hab dir doch gesagt, so läuft das nicht. Er taucht einfach irgendwie auf, wenn ihm danach ist. Was hast du vor? Wieso hat er mich beobachtet? Weiß ich nicht. Wieso steht mein Name auf diesem Ding? Das hat er mir nicht gesagt. Was will er von Wie mir? Wie sollen wir das raus? Was will er von mir? Ich weiß es nicht, Jack! Nein! Dazu gibt's keine Erinnerung. Komm zurück und wir erfinden einen Abschied. Wir tun so, als hätte es einen gegeben. Wiedersehen, Joe. Ich liebe dich. Wir treffen uns in Montauk. Konzentrieren Sie sich nur auf die Erinnerung. Patrick, tu mir einen Gefallen. Hey, Patrick, tu mir einen Gefallen, ja? Ja. Check mal den Spannungsregler, ja? Was haben wir denn nun? Spannung sieht okay aus. Wirklich? Also, ich krieg das hier irgendwie nicht so sauber, wie ich es gerne hätte. Ja, rein technisch gesehen ist diese Prozedur eine Gehirnschädigung. Aber es ist auch nichts anderes, als ob der richtige Algorithmus gehen muss. Kontrollier die Kabel. Ach, da sind sie. Ich. Was mache ich? Was sehe ich da? Das verstehe ich nicht. Warum bin ich hier und... Oh mein Gott, ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu. Das ist ja total... Na, fein, lassen Sie uns anfangen. Aber ich habe eine Mutter. Ich erinnere mich an Sie. Ja, ich weiß. Ich komme von einer Farm. Ich habe einen kleinen Hund und ich hatte ein Fahrrad. Fahrrad. Richtig. Es war ein pinkfarbener Flexi-Flyer mit Trotteln an den Griffen. Du bist zum Haus deiner Großmutter gefahren und hast geklingelt. Und sie kam raus und servierte Kekse auf dem Tablett. Ja. Nein. Implantate von Erinnerungen. Ich habe sie gesehen. Ein Freund von mir ist Programmierer im Institut. Er hat sie mir gezeigt. Es gibt circa 12 Versionen. Sie ändern ab und zu Details, aber die sind alle ziemlich gleich. Das Leben, von dem ihr denkt, ihr hattet es vor der Kontamination, hat es nie gegeben. Kommt, seht mich nicht so an. Ich hatte nicht mal ein Fahrrad. Wenn ihr eure rosigen Implantate gegen meine beschissene Kindheit tauschen wollt, bitte gern. Wie lange? Teil eines Neubeginns. Du bist etwas Besonderes. Du hast eine ganz besondere Aufgabe. Etwas ganz Besonderes. Unbedingt auf die Insel. Die Insel zu bevölkern. Du bist Teil eines Neubeginns. Du wurdest ausgesperrt. Du bist unbedingt auf die Insel. Etwas ganz.